Guten Morgen, liebe Freunde von Auswandern in Thailand. Wie ich euch also schon erklärt habe, das letzte Mal, ja, ich habe also da oben nochmal ein Grundstück, ja, ein Reih ungefähr, sind also ein Reih 1600 Quadratmeter, ja, eigentlich ein Ruppelgräser, aber hin und aus zu, naja, gut, das kann man machen, wie man will. Ich habe das Grundstück die ganze Zeit eben, da sind halt, ja, Bäume drauf, so Obstbäume und so Sachen, ne? Aber ich will jetzt nicht so viel erzählen. Ich erzähle es euch gleich um den Weg dahin, aber nach dem Intro geht's weiter, gell? Wie gesagt, also von unserem Grundstück ca. 100 Meter, jetzt laufen wir den Korn nur einfach mal nach und da zeige ich euch das mal. Komm Schätzel, zeige uns mal den Weg dorthin. Mhm. So, also ich habe hier an meinem Grundstück gesehen, da fangen die Rohre an. Ich habe also auf den ganzen Weg hier an meinem Grundstück entlang die 66 Meter, habe ich so Meter Rohre drin leihe. Deswegen ist mein Grundstück nicht das, was uns rennt. Andere haben schon nun das. Ne? Okay, da geht's mal weiter. Da geht's mal weiter. Das ist jetzt halt quasi ein Grundstück dazwischen noch, wo ich damals eigentlich auch noch kaufen wollte. Die haben es aber damals nicht verkauft. Heute sage ich Gott sei Dank, schon schätze noch mehr Abend. Ja? Und ich wollte das eigentlich bis da hoch dann eben zu kaufen. Ja? Ne? So, da geht's hoch. So, da fängt es natürlich jetzt halt an. Ne? Sie, wir sind dann angegangen und haben das vor meiner Operation alles so klein gemacht. Ne? Ich hatte einen Haufen Bananen gesetzt gehabt. So, da fängt es also an. Da ruft es direkt die Häuserfront. Wir also da ruft es. Das Grundstück ist eigentlich fängt an ab dem Strommast hier. Ja? Ab dem Strommast hier. Ich habe also Zaun drumherum gemacht. Und da das hatte ich alles klein gemacht. Jetzt an einem da übrigens mit meiner Frau zusammen. Und naja, so, aber es ist schon wieder am Wachsen. Jetzt müsste das natürlich alles weggeräumt werden, müsste hinten verbrennt werden. Ne? Muss ich aber jetzt einfach stoppen, geht halt jetzt nicht. Wir haben also hier in dem Grundstück, da, wie gesagt, Bananen gepflanzt. Ja. So, da ist zwar Zaun, wenn man halt hier was machen müsste, müsste man halt eine Mauer machen und hätte man zu. Ne? Wie bei mir halt, oh, ist halt besser. Ne? Das Grundstück hat also 1600 Quadratmeter. Ist halt so, sagt, da ist ja zum Beispiel so Litschi-Baum da, Bananenbäume haben wir viel, dahin ist nochmal Litschi-Baum. Und ja, also wir haben da verschiedene Sachen also die ganze Zeit gepflanzt gehabt, und, aber es fehlt uns einfach die Zeit halt, seit wir jetzt halt mit Twitch noch machen, sind wir halt viel unterwegs und haben gerade die Zeit für unser Grundstück selbst zu machen. Sehen halt, da habe ich alles klein gemacht da. Und da geht es also weiter, ganz da hinten aus. Nebendran sind Nachbarn, ja, wie das halt die Thais halt so haben, ne? Mit Blech dazu gemacht, aber gut, das interessiert mich nicht. Unser, müsste man halt eine Mauer drumherum machen, da hätte man Ruhe, gell? Ist das alles zu. Sieht halt jetzt ein bisschen base aus, ich habe die Bäume da umgemacht, sehen wir. Und es muss halt jetzt alles da, wäre verbrennt wäre, ne? Das ist halt so Sache, bis da hinaus an die Straße geht es noch. Insgesamt sind es 1600 Quadratmeter, ne? Und ja, so ist es halt, ne? So, jetzt sehen wir, das ist halt die Abend, wo man noch hat, wo man halt so viel Grundstück hat und Kram. Und naja, wie gesagt, es muss halt jetzt alles wieder klein gemacht werden. Das Holz muss ich klein schneiden, das muss alles wieder verbrennt werden, muss alles zusammen gemacht werden. Es ist halt schon ein Haufen Erden. Und jetzt bin ich halt da, schon ringsum Palmen gehockt, schon verschiedene. Ne? Es ist halt nicht so, wie man es gerne haben will, ja. Aber das ist halt immer so, wenn man keine Zeit dazu hat und man muss auch sehen, ich habe da ringsherum also einen Zaun gemacht. Halt. Aber es ist halt immer so, wenn man halt nicht da ist am Grundstück selber. Ja, es ist natürlich, der Nachbar hat schon gefragt, er hätte das Grundstück an kaufen, wollte mal 500.000 Baht geben. Ja, aber Leute wissen, es ist immer so, Verkauf ist immer alles schnell. Ne? Verkauf ist immer alles schnell. Ja, wenn man mal Geld braucht, steht man es halt auf Verkaufen. Ne? Aber
im Moment ist das keine Option für mich. Ich habe gedacht, hab das so allein 1600 Quadratmeter, du kennst die Kinder vielleicht, wo mein Sohn, wenn er mal bauen will, da hätte er da ein eigenes Grundstück oder meine Tochter, wenn sie so rüberkommt. Man kann das nie für die Kinder sich vorstellen, aber jetzt habe ich es halt mal. Ja. Und jetzt möchte ich es natürlich erhalten. Jetzt hoffe ich halt, dass ich so schnell wie möglich halt gesund werde wieder und dass man wieder tragen kann, weil er sieht es ja selber, es ist halt ein Haufen Erbend, ja, an so einem Grundstück. Aber verkaufen, ja, verkaufen ist so Sachen. Also ich möchte es eigentlich nicht, aber muss sehen, wie es aussieht, ob ich da in der nächsten Zeit was machen kann oder ob ich jemanden finde, wo du für mich schaffen kann und du das halt auch machen kann. Wie gesagt, ich habe das da mit meiner Frau, kann ich sagen, eben da kann man so, ja, anderthalb da vielleicht, aber höchstens, ne, gemacht gehabt, das sind ja bloß 1600 Quadratmeter, direkt mit Stromanschluss, Wasseranschluss, alles schon da. Man muss es halt nur richtig kultivieren. Ne? Nun gut, gell Schatz, ist halt ein bisschen schwierig, ne? Wir haben halt die Zeit nicht dazu, man kann halt nicht an alle, Korn schafft so viel, aber mit zwei, man hat letztendlich doch nur zwei Hände und seit die Schwager halt nicht mehr da ist, da hat uns da in der Richtung halt auch viel beigeholfen, hat man halt nicht mehr so die Möglichkeiten wie vorher, ne? Und das ist halt so die Sache, ne? Jetzt denkt man halt, was macht man, wie geht's weiter, ne? Jetzt kommt die Operationen dazwischen, jetzt bist du natürlich am Überlegen nochmals, ne? Ja, ich weiß, ich habe da schon einige Europäer gesagt, Mensch Karl, hast du nicht ein Grundstück bei mir in der Nähe, aber ich will es nicht verkaufen. Ich will es erhalten für uns. Wir brauchen es jetzt nicht, ne? Aber für uns ist es doof, wenn wir es gebrauchen können, ne? Wenn wir irgendwas draus machen können. Wenn du es verkauft hast, ist es verkauft und weg ist es. Ne? Also ist immer schnell immer verkauft, aber bringt ja alles nichts. Geld ist auch immer schnell weg, verstehe nicht. Deswegen, also solange wie ich es eben noch habe, solange ich es nicht verkaufen muss, verkaufe ich es also nicht. Ne? Wie gesagt, Wasseranschluss, Stromanschluss, wir haben dafür eine Wasseruhr, wir haben eine Stromuhr, alles schon da. Man kennt quasi loslegen. Ne? Und ich habe ja auch gedacht, dass mein Sohn heute morgen vielleicht, aber er ist halt im Moment noch ein junger Mann, der ist halt jetzt gerne noch in der Stadt, der ist von uns 650 Kilometer weg, da oben in Udon. Ist ja in Ordnung, ich will ja nicht meinem Sohn sein Leben lenken, er soll schon gucken selber, wie er das macht. Ne? Naja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Zur Not muss ich es halt irgendwann doch verkaufen. Ne? Nun gut, das wollte ich euch jetzt nur mal zeigen, eben, das Grundstück da oben. Ne? Sieht zwar jetzt base aus, aber wir waren gerade bei, wie das eben dann passiert ist. Ne? Ich habe halt nicht gedacht, dass ich dann so lange weggehauen war und mit Hebe und so. Schauen wir mal. Ne? Nun gut, auf jeden Fall, die Gesundheit ist wichtiger. Habe ich ja auch alle gar geschrieben in eure Kommentare. Also, ich danke euch nochmal für die vielen Genesungswünsche. Ich hoffe auch, dass wir bald gesund werden wieder, ne? Und dass mein Mädchen nicht lazy ist, halt auch immer am Schaffen. Und ich kann das nicht sehen, wenn unser Lehrer rumschafft. Ne? Nun gut, das war's von unserer Seite. Wir wünschen euch noch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal, ihr Liebe. Wir sagen ciao, ciao, tschüssi. When I go to Thailand, I learn to speak some Thai. I cannot eat spicy food, so I sip it my dai. I want to do some shopping, I ask how much tarai. But paying the price is very high, so I say lot dai mai.